über den ganzen Tag rauf bin ich begleitet von der Sache. Gedanklich, körperlich, als Täter. Bei seiner Ankunft ist alles noch unsicher. Fritz König weiß nicht, ob die Behörden ihn wahrnehmen werden. Ob sie ihn Abschied nehmen lassen vom größten seiner Kinder. Der Brunnenskulptur, die 30 Jahre lang unter den Zwillingstürmen von Minoru Yamazaki stand. Der 14. Oktober 2001, 4,5 Wochen nach dem Anschlag. Er wollte sich nicht aufdrängen. Zu nah waren Tod und Entsetzen. Doch dann wurden aus Bergungsarbeiten Räumungsarbeiten. Da drängte es ihn, sie noch einmal zu sehen. Seine wie durch ein Wunder stehen gebliebene Kugel. So ist er aus Niederbayern hergekommen und tastet sich um das weit abgesperrte Areal von Ground Zero. Vor 30 Jahren landete die Kugel hier, als Auftrag der Port Authority, der Hafenbehörde von New York. Da ist sie im Hafen und wird reingefahren auf die Plaza. Das ist die große Kiste. Da ist sie in Bremen, haben wir sie in diese große Kiste verpackt. Und das war übrigens die größte Kiste, haben sie in Bremen gesagt, die sie jemals gemacht haben. Da steht sie, man hat sie zugehängt. Das ist ja ganze Zeit lang gestanden, bis zu dieser geplanten Eröffnung. Ich bin dann mal rüber und da war sie immer noch so da gestanden. Unwahrscheinlich. Schau mal das bitte. Ich habe ja gesagt, die ist ja noch viel besser mit dem Kleid wie unbekleidet. Ich habe ja nie mir vorgestellt, solche große Sachen zu machen. Warum? So, ich konnte mich ganz klein ausdrücken. Und habe mich auch ganz klein. Es war ja eine Kleinplastik gegen die Türme. Es war. Die Kugel war ja menschenlebensgroß. Die Türme nicht. Die Leute sagen, in deiner Kugel steckt der Totenkopf. Das ist ein Gesicht. Und ich suche es wahrscheinlich überall, den Totenkopf. Als er den Auftrag für die Kugel bekam, war er Mitte 40. Schon damals macht er sich vertraut mit dem Tod. Der Tod als Thema vieler späterer Arbeiten. Epitaphe nennt er sie. Eine Begleitzeichnung zu solch einem Totenbildwerk. Fritz König wurde 1924 geboren. Seine Herkunft, sein Lebens- und Arbeitsraum ist in Bayern. Seine Arbeiten wurden in der Weltausstellung Brüssel, der Biennale Venedig, der Documenta in Kassel gezeigt. Einzelausstellungen, Galerie Stempfli New York, Pinakothek München und Akademie Berlin. 1964 bis 1995 Professur für plastisches Gestalten an der TU München. Hauptportal des Würzburger Doms. Pietà für die Gedächtniskirche in Berlin. Mahnmal für das ehemalige Konzentrationslager Mauthausen. Da ist ganz feiner Pulverschnee drauf. Der Schnee ist sehr schnell geschmolzen.
Und da liegt aber nur einer. Einer. Für eigentlich für unendlich viele in einer Art Gosse. Stefan Schlüter, stellvertretender deutscher Generalkonsul in New York, will Fritz König Diaz zeigen, die Schlüter vorgestern gemacht hat. Ja, das ist noch da. Eigentlich der Stirnschädel ist eingeschlagen. Das ist ein Auge. Da kannst du nicht der Hintergrund machen. Das ist das Auge. Und das Stück ist eingeschlagen. Wunderbar. Ich meine, das ist ganz runtergeschlagen. Warum wollte König den Türmen von Yamazaki mit einer Kugelform begegnen? Nein, ich muss dir so gegenübertreten. Ich weiß noch, wie ich zum Yamazaki einmal gesagt habe, wie er da war. Weißt, wenn du umfällst, wohin möchte ich nicht erschlagen werden? Es war Helm, es waren Helmvorstellungen. Oder von einer Schutzmaske, von einem Astronauten, Besteck. Und das alles vielleicht drin, weißt du? Es sind natürlich Formen, die in mir damals virulent waren. Die kommen ja nicht aus dem Nichts. Und auch dieses, was heute als Zyklopenauge bezeichnet wird, kommt woher. Ich hatte damals wieder eine Gefährdung meines rechten Auges und hatte vorher ein Augenfotiv gemacht. Das war eine Flächenskulptur, aus der eine kugelartige Sache in den Raum stößt. Und die war drehbar. Und ich glaube, das war schuld, dass ich auf die Drehbarkeit der Kugel gekommen bin. Wie wir dann beschlossen haben, die soll sich ganz langsam, nicht sichtbar, sondern spürbar drehen. Also wie wenn sie aus, von dem Wasser, das von unten kommt, gleichzeitig bewegt wird. Aber das Wasser war die Schau. 600 Liter in der Sekunde. Das Foto kommt, das wir kennen, kommt so rein und versteckt diese Partie da. Ja. Das, man hat es so von hinten. Und das ist eingedrückt, das ist durchstoßen, das ist auch eingedrückt so und das scheint beinahe. Das ist nach oben, nach innen, nicht nach außen weggeschlagen, sondern eingedrückt nach innen. Ja. Wie wenn man auf ein Ei aufhaut, dann sitzt die Schale nach innen. Auf dem Weg zum Checkpoint Ground Zero. Hier ist eine Feuerwache. Noch mindestens 10 Tote. Ein merkwürdiger Gedanke, dass sein größtes Werk, einst ein Zeichen für Leben, jetzt wie viele seiner anderen Werke, zum Zeichen für Tod wurde. Stefan Schlüter hat zwar ein Schlupfloch für uns gefunden, wie eine offizielle Einladung für den Schöpfer der großen Kugelkaryatide wirkt das aber nicht. Konsul Schlüter mit Police Chief Höhl. Der meint, dass man die Kugel vom ersten Podest aus schwer sehen kann. Vielleicht von der anderen Seite. Wir müssten jetzt auf die Helme warten. Jetzt trennen ihn nur noch ein paar Stufen vom Trümmerfeld. Also das ist jetzt das Gerüst. Wird hier gebaut. Da wird es schon verdichtet. Das sitzt der Plankensteiner. Das ist ein hervorragender Vermesser, ein unbestechlicher Kopf. Unter uns war er der Baumeister. Das ist unser Ofen, zwar noch empfindlich kalt im Frühjahr, da haben wir uns den Arsch manchmal gewärmt. Da verdichtet sich's weiter, oben auch, siehst du.
Wird wie ein Netz. Da ist es noch nicht so dicht in der oberen Hälfte. Da ist noch eine frühe, gell? Schon ist ganz früh, ja. Da ist erst der Schädel da, der ja. Oberteil. Mhm. Zu welcher Jahreszeit fing das Ganze an? Ja, ich denke im März. Im März was? Und wie lange habt ihr an dem Ganzen gearbeitet? Das ganze Jahr. Ja, täglich. Bis wieder kalt worden ist. Täglich? Ja, ja, von früh bis Abend. Wenn sie sie weggefahren haben, müssen wir rausfinden, wohin. Sie meinen, man hat sie entfernt? Das ist möglich, ja. Der Chef der Räumarbeiten, John Odermatt, ist dazugekommen. Schlüter hofft, die Skulptur würde in einem Stück geborgen. Odermatt, wir werden so machen, wie es am besten geht. Fest steht jedenfalls, dass die Kugel, die auf den Dias noch da war, jetzt nicht mehr da ist. Hallo. Hey. What's up? Yeah. Nächste Station. Ein Manager von American Express hat angeboten, Fritz König mit in das beschädigte, evakuierte Hochhaus der Kreditkartenfirma zu nehmen. Es steht direkt an der Plaza des ehemaligen World Trade Centers. Ein Mitarbeiter fragt, ob es gefährlich sei, ein Stockwerk zu Fuß runterzugehen, um noch Sachen aus seinem Büro zu holen. Der Frachtenlift hält im 48. Stock. Setzen Sie den Helm auf. Festziehen. Vielleicht besser festhalten. Sie liegt, siehst du sie? Sie liegt und ist ein Stück weg. Weiß nicht.
Vor dem Haus wartet ein Polizeibus. Es gibt noch einen besseren Zugang zur Kugel. Zuerst sieht er die Kugel wieder nicht, weil eine Raupe sich vor sie schiebt. Der Räumungsmann, der auf unsere Gruppe aufpassen soll, begreift sofort, wie wichtig der Moment für König ist. Er nimmt Königs Fotoapparat und verschwindet in Richtung Kugel. Da hinten ist er, zwischen Kugel und Lastwagen. Fritz und Maria König, 1972. Und ist dann gekommen und hat mir wortlos den Apparat wiedergegeben. Und dann habe ich erst begriffen, was der für mich getan hat. Und dann habe ich ihn umarmt. Der hat ein kleines Bubengesicht gehabt und eine riesige Montur. Ja, das ist, und das ist to made a cast. Yeah. Fertig. Oh, is it bronze? Yeah, bronze. Bronze, right? To on the way. Right. To Bremen. Oh. Yeah. Thank you. Dann entdeckt er den Funkenregen in der Kugel und weiß, das bedeutet ihr Ende. Die Skulptur wird zerlegt. Jan Schomanski leitete die Freilegung der Skulptur. I didn't know that the ball was an advantage. I thought it was just a sculpture. And after when you start getting to it, we find all those wheels. I didn't know that. So we get to those points that we have to separate all this heavy steel from the ball. Uh-huh. The fountain itself, it collapsed, went inside the little base because there was a separation. So when I broke this pavement around it, I saw the structure under. That's why I realized then that there's something more than just a sculpture. As we went to this and cut it and separated, and that's where we removed the ball from the top of the structure, steel structure itself. Hmm. Es wird ihm klar, dass die Skulptur erst jetzt, in dieser Stunde, endgültig zerstört wird. Die Balance, der statische Trick, der die Kugel wie an einem abgewinkelten Arm hält, ist nicht wiederherzustellen. Und warum sollte er oder sein Werk bevorzugt behandelt werden? Das sei ja fast obszön angesichts der menschlichen Katastrophe. Jedenfalls verabschiedet ist sie nun. Das ist der Durchstich für ihren Abtransport. Desinfektion zum Schluss des Ground Zero-Besuchs. Ich geniere mich ein bisschen, dass ich plötzlich eine bisher noch nie so starke Beziehung zu einer Sache gehabt habe, die ich gemacht habe, wie bei dem. Ich frage mich, weine ich, weil
weine ich eine Träne, weil die ganze Welt weint, nicht nur die Kugel, sondern um den Ort. Zeichnung von 1995. Massengrab, ist das sehr stark in dir gewesen in dem Moment? Ich kann gar nicht sagen, was ich gedacht und gefühlt habe. Es war eine Ausbreitung in mir, die, es war eine absolute Horizontale in mir. Mhm. Ich habe keinen Stängel gehabt in dem Moment, wie man sagt, ein Gewächs. Oder, ich habe kein Kreuz gehabt. Den Moment mehr. Auf einem der Lastwagen, die vom Trümmerfeld kommen, könnte jetzt die zerschnittene Kugel sein. Der Leiter der Räumungsarbeiten hatte versprochen, König zu informieren, wenn die Kugel abtransportiert wird. Er ruft zwar an, kann aber nichts Genaueres sagen. Und König meint auch, es sei genug. Dann bleibt er doch noch. Ja, was ist das? $14.06. Hm? $14.06. He made this sculpture. This is. He is the artist who made this sculpture. Oh, he could make this? He made it. It's he his. Made it? Yeah. Sie versteht erst, dass er sowas auch machen könnte. Dann begreift sie, dass er die Skulptur gemacht hat. Oh, see this one, right? Yeah. Yeah. Now he's lost. Und jetzt ist sie verloren. From where is he from? Germany. What is his name? Fritz König. Thank you, sir. Gegenüber gibt es eine improvisierte Ausstellung mit Fotos der Bürger von Lower Manhattan. Papierschnitte, Packpapier. Das ist Knitterung. Einfache Knitterung. Ja. Ich habe es damals 1994 Erdbeben genannt. Kein Anruf. Er wartet noch einen Tag, aber ohne rechte Überzeugung. Dann fährt er zurück nach Deutschland. In München bestellt er bei seinem Gießer Hans Meyer eine Drehscheibe für das Bronzemodell der Kugelkaryatide und erzählt ihm von seinem Erlebnis in New York. Also es ist schon grausam, dass sie es gleich umgelegt haben und umgerissen und zusammenschneiden, also es ist schon brutal gewesen. Ja, aber es gibt sie noch. Die Kugel selbst ist erhalten. Nein. Doch? Nein. Die Kugel ist oben zusammengehaut. Und die schneiden sie, hat mit dem Schneidbrenner zusammen, hat er gesagt. Ja. Früh ist da nicht mehr zu machen.
Bronze wieder einschmelzen, das können sie. Der hat ja reine Bronze, glaube ich, so über 17 Tonnen gehabt. Dann kommt Stahlkonstruktion innen rein. Also alles miteinander so um die 20 Tonnen gute. Waren Sie eigentlich bei dem Ganzen dabei? Ja, freilich von A bis Diesen Z. Ja, ich bin sozusagen Grabenkämpfer und vorderster Front. Es ist brutal, wenn man das so betrachtet. Aber in Anbetracht der anderen Schäden, wenn man da nachher die zwei Hochhäuser sieht mit 5000 Tote drin, dann ist das eigentlich gar nicht mehr notiert. Ne? So ist das. Da ist so viel kaputt, da geht es auf die Kugel nicht mehr drauf zusammen. Am 8. November, drei Wochen nach Fritz Königs Abreise, können wir die Kugel auf ihrem vorläufigen Lagerplatz am Kennedy Airport besichtigen. Sie liegt neben Teilen der geborgenen Antenne des Südtowers. Ein langjähriger Mitarbeiter des Galeristen George Stempfli, der Fritz König für Amerika entdeckt hatte, ist mitgekommen. Philipp Bruno ist heute Mitdirektor der Marlborough Gallery. Oh, I just think it's so sad. So sad. What a symbol of this terror. I remember it when it was unveiled and how beautiful it was and how symbolic it was as a sphere of the world. And now there's telephone books. It's an eloquent sculpture, unfortunately, in its present state. It's very sad. I'm sorry, Fritz has to see it this way. It's like a mammal, you know, of another era, a dinosaur of the 21st century. Die Antenne und die Reste dieser Kugel liegen jetzt nebeneinander auf einem Bergungsplatz des Kennedy-Flughafens. Und sie sind die beiden Stücke, die noch erkennbar sind. Alles andere ist zerbröselt in dem. Und die sind noch erkennbar. Das finde ich unglaublich. Das Punkterl am Boden, der Yamasaki hat zu mir gesagt, das ist der Nabel, weißt König. Eine Erdung. Und die Spitze der Türme liegen nebeneinander. There's a fan, a small fan. There's telephone books. There's pieces of wood. There's a piece of a chair. It looks like a airline chair that's in there. There's another piece of the inside of a chair hanging. Right here? Yeah. Oh, see that? Cushion of a chair. And items apparently from the attack. Lucy Foster hat die Prokura über Kunstgegenstände der Port Authority. Die Kugel wurde für den Transport nicht ausgesäubert. Hm. Oh yes, the fan. I see the fan. You know, it's amazing in its own way. It's still powerful. Wrecked as it is. Port Authority Police. PAPD. We did that so that everyone down at the site would know not to remove the piece or destroy it in any way, that this was to be saved for the Port Authority and we would remove it to a different location. So we had to mark it. Ich habe ja sogar vergessen, sie zu signieren. Here's the name of the artist, F. Koenig, and the year 69 to 71. Because he said he forgot to sign it. Wenige Tage später,
bohrte sich ein Jet mit dem Cockpit in die Einfamilienhäuser von Queens, nicht weit von Königskugel. Sie gibt es noch. Aber wie gibt sie es noch? Und ich glaube, dass Arbeiten etwas bergen können, was zu ihren Lebzeiten nicht erfahrbar ist. Und erst nach ihrem Tod, sonst könnten wir ja nicht griechische Trümmer als lebendig verehren. Vier Monate später beschließt die City von New York, die Kugel zurückzuholen und zum Halbjahrestag des Attentats am 11. März wieder aufzustellen. Donnerstag, 7. März 2002. Ein Parkplatz nicht weit von Ground Zero. Ingenieure und Stahlarbeiter und nur 4 Tage Zeit. Dieses Rohr soll die Kugel und die Basis zusammenhalten. Der Statiker, der Stahlfachmann, der Projektmanager, der Gartenarchitekt, der Konstrukteur. Fritz König ist nicht dazugeladen. Der zerschnittene alte Mast. Okay. What we assume on this sketch is that we had from top of footing to the bottom of that base 6 inches. And what we're gonna do is we're gonna set it in the field at 3 inches. What with the welder? We're gonna set it low. Das Konzept wird für machbar erklärt. Das Rohr wird für einen neuen Ständer abgemessen und zugeschnitten. Der Schauplatz ist Warren und Greenwich Street, 3 Straßen nördlich von Ground Zero. This is the existing pipe, and we want to put a flange connection, moment connection to connect our new pipe to the existing, and then we're going to put another connection at the base to tie it into the footing. We're not going to reconnect the 2 pieces back together. They're just going to come very close to touching, and that's it. You look into it as looking into a magic bowl. But it tells you something. I'm trying to get it to tell me something. What should it tell you? That it's gonna fit. And that Fritz is gonna be happy. Samstag, 9. März. 2 Tage bis zur Gedenkfeier.
Wieder Berührung nach 25 Jahren. Wahnsinn. Ist es immer noch. Er wird von innen her, werden auf dieses Netz von innen her Gipstücher gelegt, die dann von außen gegen modelliert werden. Und da müssen wir uns also Schlupflöcher offen lassen zum Neusteigen. Und da ist die Sockelsituation, die Sockelplatte mit der Ausbuchtung schon belegt, und da siehst du noch das Gerüst. Und diese Punkte, diese spitzen kleinen Punkte, die haben wir gelb angemalt, das ist die Linie der späteren Gips- bzw. Bronze. Und da kommt jetzt schon ein Stadium, wo die ganze von innen her das Gerüst belegt ist. Das schaut aus wie das Papier. Da ist immer das kleine Modell da. Und da sind die, ist der Messwinkel. Der neue Sockelständer. Die Sockelplatte. Eine identische Platte für das bestehende Stück Mast, das durch die ganze Kugel läuft, wird vermessen und angefertigt. Wir haben das alles eigentlich, was wir da gemacht haben, erfinden müssen. Wir konnten gar nicht erfahren, dass außer uns jemals einer in der Neuzeit so ein großes Ding gemacht hätte. Habt ihr euch auch mal vertan? Nicht, als ich mich erinnere. Nein, vertan nicht. Nein. Wir haben nichts zurücknehmen müssen, nichts korrigieren müssen. Wir haben nur geschaut, dass was in dem Kleinen gestimmt hat, ob auch das im Großen dann funktioniert hat. Da haben wir schon irgendwo neue Linien reingebracht oder irgendwas einmal ein bisschen zurückgedrängt, etwas andere rausgeholt. Aber im Grunde haben wir uns nicht beirrt. Hier rein. Und dann darauf geht es dann weiter zum Haus oben. Das ist ungefähr da. Oder da, ja. Da kann man also jetzt mit den schwersten Tiefladern hinterkommen. Da, zum Haushaus, zum anderen, zum kleinen Atelier, hätte man mit keinem Wagen rauf können, so einen schweren. Die turnen da gerade auf dem Kopf rum. Der Hu und der Blankensteiner, die waren dann immer wieder angehängt. Wir haben da so Stricke drum gehabt, an die hat man sich einmal angurten können.
zum Arbeiten. Das war dann doch sehr rutschig da. Das ist eigentlich jetzt das Gipsmodell fertig zum Zerschneiden in die gussgerechten Stücke, die dann nach München kommen. Da sind schon zwei große Teile herausgeschnitten. Die siehst du da liegen. Das ist die Maria, die bringt gerade eine Brotzeit. Watch your back! Watch your back! Vorbereitung zum nächsten Abtransport. Das Modell, das König allen vorführt, findet nur höfliche Beachtung. Wofür steht es, fragt Jean, der Vorarbeiter. Freier Handel? Free trade. Was sie weiter schon rauf angeschnitten. Da ist zum Beispiel das Stück Nummer 22, das Gussstück Nummer 22. Das Zerschneiden, das war was. Das hat weh getan manchmal. Warten Sie, bis es zusammen ist, sagt Richard. Trümmer, die der Bagger in Ground Zero aus der Basis gerissen hatte. Vorstellen, dass ich das gemacht habe. Da sieht man die Innenkonstruktion. Da ist der Stahlmast noch nicht drin, der später die Bronze unterstützt oder ausstützt. Da ist dann nur noch ein Rest von da oben. Da sieht man so ein Gussstück ganz schön. Für den Bronzguss. Das sind so Stücke, die im Sandkasten gegossen werden können. Und dann kommen die Stücke, die fertigen Gussstücke, wieder nach Ganzelberg und werden zusammengeschweißt in sechs große Teile. Da sind so Gussteile in Gips noch zum Abholen in die Gießerei. Aber sind die fertigen schon gekommen? Das sind die Schweißnähte. Der Schweißer ist schon mit der Schleifmaschine dran. Das ist die Montagenaht. Da ist nach innen, dann werden die zusammengeschraubt später. Das ist der Hugo und das ist von Meyer, ein Gießer, der sich schon am Gerüstbau beteiligt hat. Der lebt nicht mehr. Der hat sich das Leben genommen, während er bei uns gearbeitet hat. In 30 years it was a sculpture. Yeah. Now it's a monument. You did your part. God did the rest. Es ist fast begütend schrecklich. Wenige hundert Meter von hier brachte im Jahr 1971 ein Tieflader die riesige Kiste mit der ganzen Skulptur vom Hudson River zur Plaza des World Trade Center.
Kann ich so bleiben bei Ihnen? Ich habe den Künstler hier. Very nice piece. Very nice. I worked in the World Trade Center. I remember it when it was sitting, when it was in the World Trade. You gonna put it back together? Oh, that's the model? Yeah, that's what it looked like. May I? Lisa, this is what it looked like. This is the architect who did it. Oh, it is the architect? Look how pretty. This is the artist. Oh, that's cool. He's looking at his work. Wait, let me get my camera. Oh, she's gotta get her camera. Oh, boy. That is so nice. I was right. Yeah, isn't that cool? You hold that. That's cool. That's pretty. Are you gonna see it? You gonna see it? Here's another one. Go ahead, one more. Es war kein großer Zweifel, der uns begleitet hätte. Es hat auch nie Einbrüche gegeben. Es hatte uns ja niemand zugeschaut. Die Sache ist ja versteckt gemacht worden. Wir haben keinen Besucher gehabt. Ich hatte Medienverbot von New York aus. Man wollte nicht, dass es vorzeitig bekannt wird. Amerikanische Gewerkschaften hätten sich gerührt. Wer macht das? Wo ist das? Kann man das nicht in New York machen? Ich habe gesagt, kann ich nicht, kann ich nicht. Und dann haben sie nachgegeben und haben gesagt, okay, okay. Und dann sind sie hin und wieder rübergekommen, haben uns kontrolliert, haben Spaß gehabt da in Niederbayern. Salzburg war in der Nähe, man ist immer nach Salzburg über Ganselberg gekommen. Yamazaki war zweimal da auch und hat gesagt, okay, Fritz. Und dann haben wir wieder weitergemacht. Wir sind jetzt auf West Street, kurz vor Ground Zero. König erinnert sich an den Galeristen George Stempfli, der ihn für New York entdeckt und die Verbindung zu Architekt Yamazaki gemacht hatte. Ich muss immer an Stempfli denken. Er war wahrscheinlich der größte Eingriff in mein Leben. Danny, what do you think, Und er hat auch die Kugel sofort begriffen. Auf ihrer Fahrt durch Ground Zero bewegt sich die Kugel an ihrem alten Standort vorbei, wo sich täglich Tausende unter diesem Wahrzeichen trafen, zum Lunch, für ein Gespräch, zum Entspannen. Da ist die Kugel fertig, montiert, geschliffen und dann geht es wieder zum Zerschneiden, zum Zerlegen. Und zwar in Montage fertige Stücke, da sind zwei solche Trümmer auf einem Tieflader vor der Werkstatt zum Abtransport nach Bremen. Schau, da ist der Werkstatteingang, da liegt ein zweiter Transporter hat so von einem Schädel Stückschutter auf. Das sind die beiden Fußstücke. So sind wir dann in Bremen angekommen und haben die jetzt zusammengeschraubt. Die beiden. Das sind schön ausgeschaut. Da hat man gemeint, das gehört alles zusammen. Okay? Ankunft in Battery Park. Der neue Ständer wird mit dem Sockel verschraubt. Erster Versuch, den Teller drüber zu stülpen. Der vorläufige neue Standort mit der Freiheitsstatue in Sichtlinie. Oh.
Der Teller passt nicht drauf. Die Flügel des Ständers sind zu breit. Man muss sie beschneiden. It's okay. Haben Sie Platz? Like this, yeah. Haben Sie Platz? Ja, ja. We're coming up over here, so there's a free area. Sie passt. Während der Mittagspause wird die Blickrichtung diskutiert. König will, dass das Auge der Kugel zum Park hin, nach Westen schaut. So the shot that we're going to go for is with the eye facing down the hall. That's the first shot. Doch die beiden Platten können nicht mehr ganz nach Königs Wunsch verschraubt werden. Das Auge schaut nun nach Norden, nach Ground Zero. Aber ob so oder so, für ihn ist der richtige Platz nicht in einem Park, sondern da, wo sie stand, überlebt hat und fast zerstört wurde. Die Ankoppelung. Was Fritz König für unmöglich hielt, haben die Ingenieure und Eisenarbeiter geschafft. Die Kugel steht wieder. Da ist sie schon in Bremen im Hafen. Und wir haben sie schon zusammengebaut aus diesen 6 großen Montageteilen. Da kommt Mr. Levy aus New York und kontrolliert die ganze Sache noch einmal. Er ist auch deswegen gekommen, weil er geschaut hat, ob die Kiste zu vergrößern ist, die wir gebaut haben, und die 10 cm zu klein war. Und ob man sie anstückeln dürfen. Er hat natürlich gesagt, natürlich kann man die anstückeln. Aber er ist gern gekommen, ist dann nach Salzburg weitergereist. Thank you.
We are here today to dedicate this memorial to those we lost. War and peace. It's a spirit that for 30 years stood in the plaza of the World Trade Center as a symbol of global peace. On September 11th, it was damaged. It was damaged, but not destroyed. Lass mich einen Schriftsteller zitieren, Updike, dem Amerikaner. Die Wahrheit der Kunst liegt im Leid, das sie birgt. Und sowas kann man wie blitzartig verstehen und aufnehmen. Und kann sich vertreten lassen durch so eine großartige Aussage. Die Wahrheit der Kunst liegt im Leid, das sie birgt. Solche Trümmer auf einem Tieflader vor der Werkstatt zum Abtransport nach Bremen. Schau, da ist der Werkstatteingang, da liegt ein zweiter Transporter, hat so von einem Schädel Stückschutter auf. Das sind die beiden Fußstücke. So sind wir dann in Bremen angekommen und haben die jetzt zusammengeschraubt, die beiden. Das ist ein schön ausgeschaut. Da hat man gemeint, es gehört alles zusammen. Okay? Mhm. Ankunft in Battery Park. Der neue Ständer wird mit dem Sockel verschraubt. Erster Versuch, den Teller drüber zu stülpen. Der vorläufige neue Standort mit der Freiheitsstatue in Sichtlinie. Der Teller passt nicht drauf. Die Flügel des Ständers sind zu breit. Man muss sie beschneiden. Like this. We're coming up over here, so there's a free area. Sie passt. Während der Mittagspause wird die Blickrichtung diskutiert. König will, dass das Auge der Kugel zum Park hin.
nach Westen schaut. So the shot that we're going to go for is with the eye facing down the hall. That's the first shot. Doch die beiden Platten können nicht mehr ganz nach Königs Wunsch verschraubt werden. Das Auge schaut nun nach Norden, nach Ground Zero. Aber ob so oder so, für ihn ist der richtige Platz nicht in einem Park, sondern da, wo sie stand, überlebt hat. Setzen Sie den Helm auf. Festziehen. Vielleicht besser festhalten. Sie liegt, siehst du sie? Sie liegt unten, ist ein Stück weg. Vor dem Haus wartet ein Polizeibus. Es gibt noch einen besseren Zugang zur Kugel. Zuerst sieht er die Kugel wieder nicht, weil eine Raupe sich vor sie schiebt. Der Räumungsmann, der auf unsere vielleicht besser festhalten. Weiß nicht. Nein.
Vor dem Haus wartet ein Polizeibus. Es gibt noch einen besseren Zugang zur Kugel. Zuerst sieht er die Kugel wieder nicht, weil eine Raupe sich vor sie schiebt. Der Räumungsmann, der auf unsere Gruppe aufpassen soll, begreift sofort, wie wichtig der Moment für König ist. Er nimmt Königs Fotoapparat und verschwindet in Richtung Kugel. Wo die ganze von innen her das Gerüst belegt ist, das schaut aus wie das Papier. Da ist immer das kleine Modell da. Und da sind ist der Messwinkel. Der neue Sockelständer. Die Sockelplatte. Eine identische Platte für das bestehende Stück Mast, das durch die ganze Kugel läuft, wird vermessen und angefertigt. Wir haben das alles eigentlich, was wir da gemacht haben, erfinden müssen. Wir konnten gar nicht erfahren, dass außer uns jemals einer in der Neuzeit so ein großes Ding gemacht hätte. Hat euch auch mal vertan? Nicht, als ich mich erinnere. Nein, vertan nicht. Nein. Wir haben nichts zurücknehmen müssen, nichts korrigieren müssen. Wir haben nur geschaut, dass was in dem Kleinen gestimmt hat, ob auch das im Großen dann funktioniert hat. Da haben wir schon irgendwo neue Linien reingebracht oder irgendwas einmal ein bisschen zurückgedrängt, etwas andere rausgeholt. Aber im Grunde haben wir uns nicht beirrt. Hier rein und dann darauf geht es dann weiter zum Haus oben. Das ist ungefähr da oder da, ja. Da kann man also jetzt mit den schwersten Tiefladern hinterkommen. Da, zum Haushaus, zum anderen, zum kleinen Atelier hätte man mit keinem Wagen rauf können, so einen schweren. Die turnen da gerade auf dem Kopf rum. Der Hu und der Blankensteiner, die waren dann immer wieder angehängt. Wir haben da so Stricke drum gehabt und die hat man sich einmal angurten können zum Arbeiten. Das war dann doch sehr rutschig da. Das ist eigentlich jetzt das Gipsmodell fertig zum Zerschneiden. Dass ich das gemacht habe. Da sieht man die Innenkonstruktion. Da ist der Stahlmast noch nicht drin, der später die Bronze unterstützt oder ausstützt. Da ist dann nur noch ein Rest von da oben. Da sieht man so ein Gussstück ganz schön.
für den Bronskuss. Das sind so Stücke, die im Sandkasten gegossen werden können. Und dann kommen die Stücke, die fertigen Gussstücke, wieder nach Ganzelberg und werden zusammengeschweißt in 6 große Teile. Da sind so Gussteile in Gips noch zum Abholen in die Gießerei. Aber sind die fertigen schon gekommen? Das sind die Schweißnähte. Der Schweißer ist schon mit der Schleifmaschine dran. Das ist die Montagenaht. Da ist nach innen, dann werden die zusammengeschraubt später. Das ist der Hugo und das ist von Meyer, ein Gießer, der sich schon am Gerüstbau beteiligt hat. Der lebt nicht mehr, der hat sich das Leben genommen, während er bei uns gearbeitet hat. Years it was a sculpture. Yeah. Now it's a monument. You did your part and God did the rest. Schrecklich. Wenige hundert Meter von hier brachte im Jahr 1971 ein Tieflader die riesige Kiste mit der ganzen Skulptur vom Hudson River zur Plaza des World Trade Center. Auf einem der Lastwagen, die vom Trümmerfeld kommen, könnte jetzt die zerschnittene Kugel sein. Der Leiter der Räumungsarbeiten hatte versprochen, König zu informieren, wenn die Kugel abtransportiert wird. Er ruft zwar an, kann aber nichts Genaueres sagen. Und König meint auch, es sei genug. Dann bleibt er doch noch. Ja, was ist das? $14.06. Hm? $14.06. He made this sculpture. This is. He is the artist who made this sculpture. Sie versteht erst, dass er sowas auch machen könnte. Dann begreift sie, dass er die Skulptur gemacht hat. This one, right? Yeah. Now he's lost. Und jetzt ist sie verloren. From where he's from? Germany. What is his name? Fritz König. Thank you, sir. Gegenüber gibt es eine improvisierte Ausstellung mit Fotos der Bürger von Lower Manhattan. Papierschnitte, Packpapier. Das ist Knitterung. Einfache Knitterung. Ich habe es damals 1994 Erdbeben genannt. Kein Anruf.
Er wartet noch einen Tag, aber ohne rechte Überzeugung. Dann fährt er zurück nach Deutschland. Ich sei ein Stockwerk zu Fuß runterzugehen, um noch Sachen aus seinem Büro zu holen. Der Frachtenlift hält im 48. Stock. Setzen Sie den Helm auf. Festziehen. Vielleicht besser festhalten. Sie liegt. Siehst du sie? Sie liegt. Unten ist ein Stück weg. Vor dem Haus wartet ein Polizeibus. Es gibt noch einen besseren Zugang zur Kugel. Zuerst sieht er die Wenn sie sie weggefahren haben, müssen wir rausfinden, wohin. Sie meinen, man hat sie entfernt? Das ist möglich, ja. Der Chef der Räumarbeiten, John Odermatt, ist dazugekommen. Schlüter hofft, die Skulptur würde in einem Stück geborgen. Odermatt, wir werden so machen, wie es am besten geht. Fest steht jedenfalls, dass die Kugel, die auf den Dias noch da war, jetzt nicht mehr da ist. Hello. Hey. What's up? Yeah. Nächste Station. Ein Manager von American Express hat angeboten, Fritz König mit in das beschädigte, evakuierte Hochhaus der Kreditkartenfirma zu nehmen. Es steht direkt an der Plaza des ehemaligen World Trade Centers. Okay.
He's going to start 40. Say he's got a bunch, so he's going to go with you. Let's go. Ein Mitarbeiter fragt, ob es gefährlich sei, ein Stockwerk zu Fuß runterzugehen, um noch Sachen aus seinem Büro zu holen. Der Frachtenlift hält im 48. Stock. Setzen Sie den Helm auf. Festziehen. Vielleicht besser festhalten. Sie liegt. Siehst du sie? Sie liegt. Unten ist ein Stück weg. Fritz König wurde 1924 geboren. Seine Herkunft, sein Lebens- und Arbeitsraum ist in Bayern. Seine Arbeiten wurden in der Weltausstellung Brüssel, der Biennale Venedig, der Documenta in Kassel gezeigt. Einzelausstellungen, Galerie Stempfli New York, Pinakothek München und Akademie Berlin. 1964 bis 1995 Professur für plastisches Gestalten an der TU München. Hauptportal des Würzburger Doms, Pietà für die Gedächtniskirche in Berlin, Mahnmal für das ehemalige Konzentrationslager Mauthausen. Da ist ganz feiner Pulverschnee drauf. Der Schnee ist sehr schnell geschmolzen. Und da liegt aber nur einer. Einer. Für, eigentlich für unendlich viele in einer Art Gosse. Stefan Schlüter, stellvertretender deutscher Generalkonsul in New York, will Fritz König Diaz zeigen, die Schlüter vorgestern gemacht hat. Ja, das ist noch da. Eigentlich der Stirnschädel ist eingeschlagen. Da kannst du nicht der Hintergrund noch ist das Auge. Und das Stück ist eingeschlagen. Wunderbar. Ich meine, das ist ganz runtergeschlagen. Warum wollte König den Türmen von Yamazaki mit einer Kugelform begegnen? Nein, ich muss dir so gegenübertreten. Ich weiß noch, wie ich zum Yamazaki einmal gesagt habe, wie er da war. Weißt, wenn du umfällst, wohin möchte ich nicht erschlagen werden? Es war Helm, es waren Helmvorstellungen. Oder von einer Schutzmaske, von einem Astronauten, Besteck. Und das alles vielleicht drin, weißt du? Es sind natürlich Formen, die in mir damals virulent waren. Die kommen ja nicht aus dem Nichts. Und auch dieses, was heute als Zyklopenauge bezeichnet wird, kommt woher. Ich hatte damals wieder eine Gefährdung meines rechten Auges und hatte vorher ein Votiv, ein Augenvotiv gemacht. Das war eine Flächenskulptur, aus der eine kugelartige Sache in den Raum stößt und die war drehbar. Und ich glaube, das war schuld, dass ich auf die Drehbarkeit der Kugel gekommen bin. Fritz und Maria König, 1972. Dann kommen und hat mir wortlos den Apparat wiedergeben. Und dann habe ich erst begriffen, was der für mich getan hat. Und dann habe ich ihn umarmt. Der hat ein kleines Bubengesicht gehabt.
meine riesige Montur. It came from Germany? Ja. Das ist und das ist to made a cast. Ja. Yeah. Was it bronze? Ja, bronze. Bronze, right? Bronze. To that, on the way. Right. To Bremen. Oh. Yeah. Thank you. Dann entdeckt er den Funkenregen in der Kugel und weiß, das bedeutet ihr Ende. Die Skulptur wird zerlegt. Jan Schomanski leitete die Freilegung der Skulptur. I didn't know that the ball was an abundance. I thought it's just a sculpture. And after when you start getting to it, we find all those wheels. I didn't know that. So we get to those point that we have to separate all this heavy steel from the ball. Uh-huh. The fountain itself, it collapsed, went inside the little base, because there was a separation. So when I broke this pavement around it, I saw the structure under. That's why I realized then that there's something more than just a sculpture. That we went to this and cut it and separated, and that's where we removed the ball from the top of the structure, steel structure itself. Hmm. Es wird ihm klar, dass die Skulptur erst jetzt, in dieser Stunde, endgültig zerstört wird. Die Balance, der statische Trick, der die Kugel wie an einem abgewinkelten Arm hält, ist nicht wiederherzustellen. Und warum sollte er oder sein Werk bevorzugt behandelt werden? Das sei ja fast obszön angesichts der menschlichen Katastrophe. Jedenfalls verabschiedet ist sie nun. Das ist der Durchstich für ihren Abtransport. Desinfektion zum Schluss des Ground Zero-Besuchs. So ist es. Da ist so viel kaputt, da geht es auf die Kugel nicht mehr drauf zusammen. Am 8. November, 3 Wochen nach Fritz Königs Abreise, können wir die Kugel auf ihrem vorläufigen Lagerplatz am Kennedy Airport besichtigen. Sie liegt neben Teilen der geborgenen Antenne des Südtowers. Ein langjähriger Mitarbeiter des Galeristen George Stempfli, der Fritz König für Amerika entdeckt hatte, ist mitgekommen. Philipp Bruno ist heute Mitdirektor der Marlborough Gallery. Oh, I just think it's so sad. So sad. What a symbol of this terror. I remember it when it was unveiled and how beautiful it was and how symbolic it was as a sphere of the world. And now... There's telephone books. It's an eloquent sculpture, unfortunately, in its present state. Very sad. I'm sorry, Fritz. Has to see it this way. It's like a mammal, you know, of another era. A dinosaur of the 21st century. Die Antenne und die Reste dieser Kugel liegen jetzt nebeneinander auf einem Bergungsplatz des Kennedy-Flughafens. Und sie sind die beiden Stücke, die noch erkennbar sind. Alles andere ist zerbröselt in dem. Und die haben noch, sind noch erkennbar. Das finde ich unglaublich. Das Punkterl am Boden, der Yamasaki hat zu mir gesagt, das ist der Nabel, weißt König. Eine Erdung. Und die Spitze der Türme liegen nebeneinander. There's a fan, a small fan. There's telephone books. There's pieces of wood. There's a piece of a chair. It looks like a airline chair that's in there. There's another piece of the inside of a chair hanging. Oh my! Right here? Yeah.
See that? Cushion of a chair. And items apparently from the attack. Lucy Foster hat die Prokura über Kunstgegenstände der Port Authority. Die Kugel wurde für den Transport nicht ausgesäubert. Ja, was ist das? 14.06. Hm? $14.06. He made this sculpture. This is. He is the artist who made this sculpture. Sie versteht erst, dass er sowas auch machen könnte. Dann begreift sie, dass er die Skulptur gemacht hat. This one, right? Yeah. Now he's lost. Und jetzt ist sie verloren. From where he's from? Germany. What is his name? Fritz König. Thank you, sir. Gegenüber gibt es eine improvisierte Ausstellung mit Fotos der Bürger von Lower Manhattan. Papierschnitte, Packpapier. Das ist Knitterung. Einfache Knitterung. Ja. Ich habe es damals 1994 Erdbeben genannt. Kein Anruf. Er wartet noch einen Tag, aber ohne rechte Überzeugung. Dann fährt er zurück nach Deutschland. In München bestellt er bei seinem Gießer Hans Meyer eine Drehscheibe für das Bronzemodell der Kugelkaryatide und erzählt ihm von seinem Erlebnis in New York. Also es ist schon grausam. We have and I want to finalize okay. Our new clothes. We'll do it. You can't do anything without that. No problem. 5, 10 and a half. It depends on where you make that cut. You make the cut okay, right? I don't have enough room. No, sir, he's there on that side. Yeah, but it's on that lane, on that lane square. You know what it is? This pipe itself is bent. Der zerschnittene alte Mast. Okay. What we assume on this sketch is that we had from top of footing to the bottom of that base 6 inches. And what we're going to do is we're going to set it in the field at 3 inches. What with the welder? We're going to set it low. Das Konzept wird für machbar erklärt. Das Rohr wird für einen neuen Ständer abgemessen und zugeschnitten. Okay.
Der Schauplatz ist Warren und Greenwich Street, drei Straßen nördlich von Ground Zero. This is the existing pipe, and we want to put a flange connection, moment connection, to connect our new pipe to the existing, and then we're going to put another connection at the base to tie it into the footing. We're not going to reconnect the two pieces back together. They're just going to come very close to touching, and that's it. You look into it as looking into a magic bowl. But it tells you something. I'm trying to get it to tell me something. What should it tell you? That it's going to fit. And that Fritz is going to be happy. Samstag, 9. März. Zwei Tage bis zur Gedenkfeier.